Dies ist ein weiteres Video zum Thema Vektorrechnung und hier geht es um die lineare Abhängigkeit jetzt von drei Vektoren. Ich setze voraus, dass ihr das Video zu der linearen Abhängigkeit mit zwei Vektoren geschaut habt und auch das zur Linearkombination. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal einen dreidimensionalen Raum genommen und auch die Vektoren, die wir hier betrachten, sind alle mit drei Koordinaten natürlich. Und das hat einen einfachen Grund, weil nämlich drei Vektoren in der Ebene immer linear abhängig sind. Das bedeutet, dass ich bei drei Vektoren, die alle in einer Ebene sind, den einen Vektor immer als Linearkombination der beiden anderen Vektoren darstellen kann. Das wird später auch nochmal ganz deutlich, wenn wir Ebenengleichungen betrachten. Jetzt einfach erstmal so hinnehmen. Aber aus diesem Grund, wenn ich mit drei Vektoren die lineare Abhängigkeit überprüfen möchte, macht das nur Sinn im Raum, weil, wie gesagt, in der Ebene weiß ich schon, was dabei herauskommt. Ich habe jetzt mal hier diese drei Vektoren genommen, die seht ihr hier auch eingezeichnet in diesem Koordinatensystem und möchte jetzt prüfen, ob diese drei Vektoren linear abhängig sind oder nicht. Sprich, liegen sie in einer Ebene oder nicht? Weil wenn sie in eigener Ebene sind, dann sind sie linear abhängig und wenn nicht, dann eben nicht. So, das mache ich im Prinzip ganz ähnlich wie bei der Probe nach linearer Abhängigkeit von zwei Vektoren. Ich nehme diese drei Vektoren und schreibe sie als lineare Kombination auf. So sieht das aus. Ich habe jetzt hier den Vektor a genommen und der lässt sich eben als lineare Kombination von den beiden anderen Vektoren darstellen. Da hätte ich jetzt auch jeden anderen Vektor hier vorne hinnehmen können, das ist egal. Und dieser Ausdruck hier bedeutet ja, dass ich eben dass dieser Vektor hier in der Ebene liegt, die diese beiden Vektoren zusammen ausspannen. Und das gilt es an dieser Stelle hier, wie gesagt, zu prüfen, ob das so ist oder nicht. Diesmal habe ich zwei Unbekannte. Bei zwei Vektoren hatte ich nur diese eine Unbekannte. Ich habe jetzt aber auch drei Gleichungen, die ich überprüfen muss. Für zwei Unbekannte bedeutet auch hier ist das Gleichungssystem überbesetzt. Das heißt, ich versuche Lambda 1 und Lambda 2 erstmal mit Hilfe von zwei Gleichungen auszurechnen und muss dann mit der dritten Gleichung prüfen, ob es passt oder nicht. Ich schreibe erstmal das Gleichungssystem auf. Gehe auch hier zeilenweise vor, also 2 ist gleich Lambda 1 mal 1 plus Lambda 2 mal 1 und schreibe das jetzt gleich ein bisschen schöner hin. Die zweite Gleichung, dazu schaue ich hier in die zweite Zeile einmal und schreibe das entsprechend auf. Und hier unten die dritte Zeile fasse ich auch einmal zur dritten Gleichung zusammen. So, jetzt habe ich also hier ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und zwei Unbekannten. Das heißt, ich nehme erstmal zwei Gleichungen und löse die Unbekannten auf. Ich nehme jetzt mal hier die ersten beiden Gleichungen. Man könnte auch andere Gleichungen nehmen. Das ist egal. Ich muss mich nur für zwei entscheiden. Das kann ich jetzt nach dem Einsetzungsverfahren lösen, nach dem Gauß-Verfahren. Ich setze voraus, dass ihr das hier könnt. Ich werde das hier nicht nochmal vormachen. Es gibt auch separate Videos dazu. Wenn das zu lange her ist und ihr da nicht mehr so fit seid, guckt euch das an. Ich gebe jetzt hier mal das Ergebnis vor. Wenn ich die beiden Gleichungen hier nehme und Lambda 1 und Lambda 2 zum Beispiel nach dem Gauß-Verfahren oder nach dem Einsetzungsverfahren ausrechne, dann kommt heraus für Lambda 1 5 Viertel und für Lambda 2 3 Viertel. So, und die beiden Ergebnisse setze ich jetzt in die dritte Gleichung hier ein und muss prüfen, ob die dritte Gleichung damit gelöst ist oder nicht. Geht die dritte Gleichung auf, wenn ich Lambda 1 und Lambda 2 hier einsetze? Stimmt also das Gleichheitszeichen hier? Bedeutet das, dass die drei Vektoren linear abhängig sind, also in einer Ebene liegen? Geht die dritte Gleichung nicht auf, bedeutet das automatisch, die drei Vektoren sind linear unabhängig. Und dabei ist es egal, welcher Vektor hier auf dieser Seite steht. So mache ich das eben einmal. Dann habe ich hier in der dritten Gleichung stehen Lambda 1, dafür setze ich 5 Viertel ein und für Lambda 2 setze ich 3 Viertel ein. So, das brauche ich gar nicht mehr zusammenzufassen, da hier ein Plus dazwischen steht, weiß ich schon, das kann nicht zusammen 0 sein. Das heißt, die dritte Gleichung ist nicht erfüllt. Es gibt also kein gemeinsames Lambda 1 oder Lambda 2, was für alle drei Koordinaten passt, sodass dieses Gleichungssystem hier oben erfüllt ist. Und damit sind die drei Vektoren linear unabhängig.
Gut, ich hoffe, es ist klar geworden in diesem Video, wie man drei Vektoren überprüft, ob sie linear abhängig bzw. linear unabhängig sind. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.